macht ein großes Loch, wo die Götze sich versteckt. Und dann fängt es dann ein kleineres Loch, ungefähr 30 cm im Durchmesser und in der Tiefe 60 cm tief. Innerhalb vom Nest ist es rund, komplett rund. Das macht die Schildkröte mit dem hinteren Loch. Die grüne Meeresschildkröte kommt hier vom Juni bis August. Natürlich ist es Hauptmonat für die Eierablage Juli. Das wird dann die Hochsaison hier für die Meeresschildkröte. Es dauert 55 Tage, bis sie ausschlüpfen. Die Schildkröte liegt insgesamt wird die Schildkröte 100 bis 110 Eier legen. Von jeder 1000 Eier, die hier hingelegt werden, wird nur eine Schildkröte erwachsen. Und die grüne Meeresschildkröte wird erst mit 32 Jahren geschlechtsreif. Das ist der Grund, warum diese Art so bedroht ist zum Aussterben. Der ganze Vorgang hier vom Meer bis hierher, Eierablage und zurück, dauert ungefähr 45 Minuten. Alles. Das ist ziemlich schnell. Eine Schildkröte kann bis dreimal am Strand kommen und ihre Eier zu legen. Also das bedeutet, dass sie gerade hier vorne Männchen und Weibchen paaren für sich im Meer. Also manchmal ist es auch interessant, eine Bootsfahrt hier draußen zu machen, da sieht man mehr Schildkröten wie direkt hier am Strand. In Tortuguero ist es total kontrolliert, wie viele Leute hier reinkommen. Sie werden hier jede Nacht am Strand bewachsen und dafür sind Volontäre. Es sind sehr viele Stunden, dass die Volontäre hier unterwegs sein mussten, weil natürlich gibt es immer noch heute Leute, die Eier klauen. Alles hier wird Natur gemacht. Es gibt keine Stelle, wo die Eier hingebracht werden. Alles hier wird natürlich gemacht. Deswegen ist es so schwierig, auch die ganzen Schildkröten aufzupassen. Okay. Super.